Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, in der letzten Folge konnten wir leider nicht so viel machen. Ich bin gerade am Überlegen, wir haben noch viel Holz gesammelt. Eigentlich brauche ich das auch für die. Nee, da brauche ich nur die Erde für. Ich habe übrigens offline noch mal ein bisschen Farbe hergestellt. Ach genau, die gelbe Farbe, die wollte ich noch mal eben beenden. Ich habe mich nämlich vertan, also beziehungsweise orange Farbe ist es. Mein Trank ist auch fertig, sehr schön. Hatte ich hier unten nicht auch noch irgendwas? Nee. Das könnte. Ach so, doch. Noch 7 Stunden. Das heißt, heute Abend geht's los. Heute Abend können wir es machen. Oh, ist das geil. So, einmal die orange Farbe kann ich machen. Dann haben wir das zweite Rot allerdings nicht mehr. Deswegen stellen wir noch einmal Rot her. So, theoretischerweise. Genau, jetzt haben wir nämlich alle. Das heißt, uns fehlt tatsächlich jetzt nur noch, ja, die Wolle. Ich müsste definitiv Wolle anpflanzen. Das Problem ist. Ach so, da kann ich anpflanzen. Ah, ich bin so blöd, ich bin so blöd. Hätte ich auch direkt machen können. Okay, heute ist es sehr trocken. Heute müssen wir noch mal ein bisschen gießen. Außer natürlich bei den Bäumchen. Da muss ja nie gegossen werden. Die müssen wir. Ja, die müssen wir auch gießen. War gerade am Überlegen, aber klar, die muss man erst dann nicht mehr gießen, wenn die voll ausgewachsen sind. So, ich hoffe, die Gießkanne. Ne, sie hält es natürlich nicht mehr aus. Ich muss mir echt dringend meine andere Gießkanne machen. So. Da sind die Bäumchen dran, das heißt, da brauche ich mich um gar nichts mehr zu kümmern. Mann. So. Nein. Sollst du das machen, wo ich vorstehe? So. Okay. Dann machen wir natürlich die Gießkanne erstmal wieder voll. Jeder Tropfen zählt. Hallo, Kitty. Die sieht immer noch sowas von arrogant aus, aber auf der anderen Seite ist es auch sowas von süß. So, ich habe mir heute vorgenommen, wirklich an allen Fischen vorbeizulaufen, weil wir wirklich jede Menge Holz brauchen, um die Sachen dann da hinzubauen. Das Problem ist, wir brauchen natürlich auch die Erde. Achso, die kann man ja aufheben, ne? So, ich weiß gar nicht, ob wir mal für irgendwas überhaupt Steine gebraucht. Doch einmal haben wir, glaube ich, Steine gebraucht für irgendwas. Ich weiß nur nicht mal wofür. So, hier haben wir im Moment nichts. Stimmt, mit der Wissenschaftlerin haben wir die ganze Zeit nicht gesprochen. Mit der sollten wir definitiv auch nochmal sprechen. Aber gut, das ist ja in erster Linie, sage ich mal, nur um die Freundschaft hochzukriegen. Das kann ich natürlich auch anders probieren mit dem Glaskugeltrank. So, hier ist nichts mehr. Auch keine Blume heute und nichts. So ein bisschen dürftig heute, muss ich sagen. Na gut, dann 8:30 Uhr am Sonntag. Die schlafen garantiert noch alle. Da muss ich ja erstmal mich um meinen Federvieh kümmern. Aber Sonntag, da müsste der Farmer doch eigentlich wieder frei sein, oder? Bin mir nicht sicher. So, oh. Bist du ausgewachsen? Ich glaube, du bist doch das kleine Küken gewesen, oder? War das nicht die Weiße? Kikerifi. Doch, das war, glaube ich, die letzte. Ja, cool. Dann habe ich jetzt 4 ausgewachsene Hühner. Ich habe es auch gerade gesehen. Ja, super. Dann können die jetzt alle Eier legen. Aber ich glaube, 4 reichen, oder? Ich meine, nach und nach, klar, möchte ich die anderen dann auch noch dazu holen. Aber so, du bist noch nicht. Schleichen ja alle so rum, so nach dem Motto, vielleicht kriege ich ja doch noch mal was Futter, ne? Das Futter und ein paar Streichländer. Da kommt das nächste Huhn. Ah, nee, das ist einfach nur.
Das läuft einfach nur so ein bisschen Schäle in der Gegend rum. Okay. So, ich würde von euch gerne mal... Ah, der eine hat Wolle. Sehr schön. Wolle, Wolle, Wolle. Nein, halt, stopp. Ich wollte dich doch noch lieb haben. Ich war nur etwas abgelenkt. Ja. So, Mitternacht ist 2,5. Ja, mecker doch nicht rum. Der ist über 3. Ich weiß nicht, ob das ab 3 erst ging mit der Wolle. Ich bin mir nicht sicher. Das sieht jetzt cool aus. So, Kuh. Ihr seid hier alle viel zu viele auf einen viel zu kleinen Fleck. Ich merke das schon. Ich kann ja keinen mehr so richtig auswählen. Ja, gib mir noch ein Küsschen. Alles gut. Ich muss aber dringend... Ich muss vielleicht doch lieber heute noch Fische fangen. Besser als... Also wichtiger als... Dings hier. Als Holz. Weil... stimmt, da habe ich noch gar nicht geguckt. Weil wir nämlich ganz viel Geld jetzt auch wieder brauchen für die Nahrung. Da sollte ich... Ne, hinten ist nichts mehr. Wir haben auch kein Unkraut mehr, ne? Das ist ganz, ganz, ganz schlecht. So. Hallo, Thomas. Du hast kein Ausrufezeichen. Okay. Ich würde dich zwar auch so gerne besuchen, aber mit Ausrufezeichen bist du mir im Moment wichtiger, wollte ich gerade sagen. Summer is the worst. There are so many mosquitoes and they all live inside my house. Ja, da hilft nur eins, was an die Fenster machen, ne? So. Wir haben 13, das ist das Hühnerfutter. Das heißt 17. Eigentlich ist das noch zu wenig, ne? Ich würde sagen, ich kaufe noch 10 dazu. Ich habe ja immer gesagt, so 10 für jedes Huhn. Da haben wir 3, ne? Das heißt, 30 müssten wir dann haben. Ist nicht wenig Geld, ich weiß, aber... Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich möchte auf jeden Fall immer genug drin haben. So, angeln können wir auch noch mal. Das Problem ist halt, man kann nicht jeden Tag was Neues holen. Samstags ist er nicht da. Ich glaube, freitags war er auch nicht da. Und wenn dann natürlich gerade in dem Moment die Tiere verhungern oder so, das ist dann natürlich auch nicht der Sinn und Zweck. Ist da was Großes bei? Ja. Dann angeln wir doch nochmal. Ich würde aber auch sagen, das Angeln schneide ich jetzt einfach mal raus, weil jetzt werden mir ja nicht so viele Leute über den Weg laufen, jetzt hier bei der Stelle, wo man angeln kann. Deswegen, bis gleich. So, wir sind beim Limonadenstand. I hope Mommy remembers to bring Peppermint home from the store. She said it's a natural way to keep spiders away. And I want them far away. Spiders give me the heebie-jeebies. Gib mir einfach die Limonade. Und bitte mit nicht so viel Zucker. Yes, I'm rich. Remember when we used to run a lemonade stand in town and then spend our earnings on ice cream? Yes. Whatever happened to that old ice cream parlor? Oh, the owner retired ages ago. Truth is, it's hard to run a business year-round here. So, bei dir haben eigentlich jetzt auch nichts, ne? Have I told you about the time I nearly sliced my foot off in the water? Oh, I pulled into a barrel and my board whacked me upside the head. Next thing you know, my foot's caught on coral and I'm fighting to come up for air. So, das ist Zitrone. Den haben wir auf jeden Fall schon. Das heißt, da kaufen wir heute nichts. Perfekt. Perfekt. Wir müssen noch mal kurz zurück.
Ich lasse auch alles andere stehen und liegen. Das ist mir alles egal. Aber ich muss mal eben Fischstäbchen machen. Und ich muss noch Stoff herstellen, fällt mir gerade ein. Wir haben ja auch wieder Wolle bekommen. Da. Boah, so schnell wie ich klicke, das ist dann schneller, als ich gucken kann, sozusagen. So schnell komme ich gar nicht mehr nach und vergesse dann jedes Mal, dass ich das auch hätte doppelt. Also vergesse nicht, aber verpasse dann die Chance, das so einzustellen, dass ich es doppelt machen kann. So, nochmal runter. Und dann, liebe, ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Nee, ich verkaufe erstmal, bevor da irgendwie noch was schief geht. Oh, geh doch mal da rein. Hallo? Food cures all. Hangovers, heartbreaks, you name it. Hallöchen. Bruno turned me on to fishing. I never thought I'd be a fishing sort of woman. Brauchst doch nicht. Obwohl, naja, gut, ich gebe nur Fischstäbchen. Ich gebe jetzt keine Fische. 1400 bekommen wir nochmal dazu. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Okay. When I told Kim I like comic books, they gave me one from Japan. It's called manga. Ooh, how are you liking it? Well, it's different from the comic books I'm used to. I was accidentally looking at it backwards until Kim showed me the right way. I haven't gotten very far yet, but I'm excited to read more. Ja, den Quatsch habe ich auch nicht verstanden, warum das verkehrt rum ist. Do you ever worry about your clothes getting meat juice on them? They're so cute. Nah, keep an apron in the back for messy projects. But it's too hot to wear it all day. Sebastian doesn't really hang around the school much. It's weird being the last big kid. Ja, aber auch da musst du durch, mein Kind. Die sind jetzt alle in der Kirche, ne? Oder stehen dumm davor? Ups. Ja, Entschuldigung. War zu schnell, aber gut. Hatte ich sowieso schon. Messenger Connor is a really humble guy. And he gave me a 2-for-1 package on seminars. I'll be reaching the pinnacle in no time. Ja, das sagst du. Ich sag, er will nur Geld machen. If there's one thing being a messenger has taught me, it's that you can never expect what's on your path. Deep in thought, Vanessa. What's that, dear? Oh, I'm so sorry. How rude of me. Yes, I was just contemplating our little town and all of its secrets. Secrets? Well, that would be telling, wouldn't it? I represent everyone in our community, not just people who like me, but most people like me. Das wage ich immer noch zu bezweifeln. Aber okay, mit dem Bäcker haben wir 100%. Der zeigt mir auch keine neue Quest mehr an. Shelby wird wahrscheinlich irgendwo im Wäldchen rumhocken. Wo ist denn unsere Madame Flora und Fauna? Die haben wir heute auch noch nicht gesehen. Oh, eine Erdnuss. So, perfekt, weil ich heute Abend dann ja den Trank auch wegbringen kann. Every other week Sebastian's in the clinic for something. Between him and Kai, we need a community watch program to make sure they don't get into too much trouble. So, das ist mir heute alles sowas von egal, dass die immer wieder das Gleiche sagen. War da ein großer Fisch bei? Oh ja. Den müssen wir aber mal kurz mitnehmen. Also das werde ich jetzt hier nicht rauscutten. Oh, quick! Nee, das ist mir sowas von
egal was die, was die sagen, ist jetzt blöd ausgedrückt, aber dass die immer wieder das Gleiche sagen, weil ich ja heute Abend endlich das mit dem Orden weitermachen kann. Guckt dir diese riesige Heuschrecke an. Ah, Goblins have always been a stalwart bunch. Zephyr's proof of that. So, hier haben wir noch einen. Hinten ist nichts mehr, oder? Nee. Obwohl. Doch, da ist noch ein großer Fisch. Ha! Den nehmen wir auch noch mit. Und dann, ja, würde ich schon fast sagen. Ach nee, dann hacke ich noch ein bisschen Holz. In der Zeit, während ich darauf warte, dass es Abend wird. Und ihr, also für euch überspringe ich das Ganze natürlich. Und dann bin ich wirklich mal. Ach so, Moment. Haha. Ich muss ja sowieso erstmal rüber. Weil ich muss diesen Honig. Tee, was auch immer, muss ich ja mitnehmen. Ach, und ich war noch gar nicht in einer anderen Welt. Oh, das darf ich nicht vergessen. Oh, sie sitzt aber nicht hier auf der Bank. Hm. Keine Ahnung, wo sie jetzt schon wieder abgeblieben ist. Vielleicht auch am Spazieren oder was weiß ich was. Den können wir noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal. Die können wir aber. Moment. Nein, nein. Ach, und er hat wieder nicht das Richtige genommen. Nimm doch einfach mal das, wo ich vorstehe. So. Habe ich die... Ja, habe ich heute schon gemacht. Okay. Dann schauen wir mal. Gehen wir unseren zukünftigen noch mal besuchen. Hallöchen. Do you know why many old books smell slightly of vanilla? Can't say I do. Well, as wood-based paper breaks down over time, it releases lignin, which smells like vanilla. I just love that fact. Okay. Zu ihr müssen wir noch. Ariel can't resist helping an injured animal. Because of it, I've been forced to learn a great deal about what herbs heal the creatures of the earth. Ja. Das ist doch etwas Positives. So. Er ist auch da. Zephyr shares her treats she gets from Fairhaven with me. Chocolate is the best thing humans have done. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Okay, dann mal schauen, ob unsere Elfe da ist. Eigentlich ist es ja keine Elfe, es ist ein Goblin. Goblin, ne? The other day, Perry gave me Devil's Shoestring for good luck when I'm in the mines. She's got a rock-hard shell, but a heart of gold, I tell ya. Und jetzt kann ich wieder zurückgehen. Habe ich das auch erledigt? Kann ich wieder zurückgehen? Diesmal kommen keine Fische. Ich werde, wie gesagt, noch ein bisschen Holz hacken und wir sehen uns dann... Nee, sie habe ich vor der Kirche gesehen, genau. Muss ich ja sowieso nicht mitreden. Wir sehen uns dann gleich vor der Kirche wieder, wollte ich gerade sagen. Im Wald wieder, wenn ich den Trank abgebe und die Blumen hole. Bis gleich. So, die mache ich gerade nur. Ja. Wesley. Hm. Oh, I think I see something. Was ist das? Roast Beef mag er. So, ich muss, da ist sie. Genau, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig in Erinnerung habe und dass das nicht die war, die anders geklungen hat.
Ich habe übrigens gerade offline noch Fischstäbchen verkauft. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Ich habe mit der Sophia, heißt sie, glaube ich, gesprochen. Oder war das die Linke? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Habe keine Fischstäbchen verkauft, sondern wollte eigentlich Roastbeef war es, glaube ich, kaufen, um das dem, oh Gott, dem Wesley zu geben, ich mit Namen. Aber sie verkauft es leider nicht. Also ich habe keine Ahnung. Ich muss dann Roastbeef selber machen. Hab aber, glaube ich, das Rezept nicht dafür. Also da müsste ich da nochmal genau gucken. So, jetzt hoffe ich das Beste. Am I sure this is the Adept Witch? I'll have to make another potion and explain myself if I'm wrong. Ich hoffe. Here you go, Dr. Syed. What is this? Oh, I'm just fooling with you, Terra June. Well done. I suppose the honey and mint might have been a bit of a giveaway. The others might present a bigger challenge. Talk to the coven members and see if any are willing to take this leap of faith. Oh, endlich, endlich. Mir ist da nämlich auf dem Weg hierhin eingefallen, beziehungsweise wo ich herumgelaufen bin, dass ich das ja tagsüber machen muss, dass ich das ja gar nicht nachts machen muss. Oh, geil. Geil, 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 geil. Okay. Ja, aber wir sehen uns dann trotzdem gleich nochmal wieder, wenn wir zum Hexenzirkel in der Nacht gehen und wenn, oh, dieser Schluck auf, und wenn wir die Blumen gleich pflücken. Bis gleich. So, da sind die Mondblumen, die schnappen wir uns mal eben schnell. Zack, und dann können wir endlich wieder rein. Und hoffentlich deine nächste Aufgabe bekommen. The past is wrapped up with the future. Understanding one unlocks the other. Ich muss übrigens noch kurz dazu sagen, ich war mir jetzt eben nicht mehr so hundertprozentig sicher, weil ich nicht mehr wusste, welche wir von denen eigentlich enthüllen sollten. Aber ich habe zum Glück dann doch die richtige Wahl getroffen. Nur jetzt nochmal einen Tag, ich weiß nicht. Ich meine, gut, es wäre jetzt blöd gewesen, wenn es die falsche Wahl gewesen wäre. Wir hätten zwar sicher noch Honig gehabt, denke ich zumindest, aber es hätte dann wieder 3 Tage gedauert und das wäre natürlich richtig blöd gewesen. Hey, new witch, is it my turn to unmask? This thing is getting pretty itchy. Hey, you know, if you want to just take it off, I won't tell anyone. Nice try, but you gotta work for it. I need you to brew me a bottle of something so good, it'll make you float right off the ground. Literally. It's a levitation potion. So witches do fly? Yeah, but we need the right juice to do it. Don't go drinking it just yet. It's for your broom. You can't be serious. Witches don't actually fly on brooms. Of course we do. But not like regular brooms. That would be ridiculous. Yes, that would be ridiculous. Here's the recipe. You'll need to use your distillery as well as your cauldron to get it just right. Okay. Ein beflügelndes Gebräu. Bereite im Rahmen deiner Mission die Identität des Gesellen zu erfahren, einen Schwebetrank zu. So. Und mit dem soll ich dann übers Dorf schweben und den dann finden, oder was? Naja, gut. Schwebetrank, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das vorher schon konnten oder nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch eine Vermutung an der Art, wie er redet, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. I know which ones who transformed into a hawk she saw gliding majestically above her. The bird knew how to fly, but she didn't. It was a mess. Also es ist halt so, die Art, wie er redet und die Art, wie er sich bewegt. Our ways must seem foolish and secretive to one who has not grown up in the coven. A little. We must wear disguises, we must meet in secret, and we must be careful of who we let into our order. To fail in these duties is to invite scrutiny from others. Then there's fear. Fear is dangerous and in the wrong hands a weapon. It has always been this way. Ja, das sieht man aktuell ja auch wieder. It took me ages to get this far in the coven. But don't give up. You'll get the hang of it. Also bei ihr bin ich mir ziemlich sicher, wer das ist.
I do wish you had been able to meet Giacomo. He was brilliant in every way. Ja, was nehmen wir denn hier? Wovon haben wir denn so viel? Von den Beeren eigentlich, ne? Haben wir, obwohl, oh Gott, von den Pilzen haben wir auch so viele. Haben wir zwei. Ach so, stimmt. Maulbeeren kriegen wir ja auch. Nur Maulbeerenblätter brauchen wir dann. Ja, dann, oh, das war... Ich war mir echt am Ende nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich hatte mir zwar hier was aufgeschrieben, das habe ich dann aber nicht mehr so schnell gefunden. Und habe dann innerlich hier die Flatter gerade gekriegt. Ist das jetzt das Richtige gewesen, was du jetzt so im Kopf hattest oder nicht? Also, dann kommt natürlich noch dazu, ist es überhaupt das Richtige gewesen, was ich mir gedacht habe? Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Oh, sehr, sehr, sehr geil. Und ich habe eine neue Aufgabe. Den Schwebetrank herzustellen. Da müssen wir mal eben schauen, ob wir da schon mal was reinmachen können. Sind wir natürlich... Ah, nee, Tränke an sich haben wir noch nicht drin. Schwebetrank. Oh, was ist das? Goldlauch. Den muss ich aber kaufen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich schreibe mir das mal eben auf. Goldlauch. Das behalte ich sonst bis zur nächsten Folge, nämlich nicht. Und Kupferessenz. Ja gut, Kupferessenz können wir herstellen. Das ist kein Problem. Bin ich, glaube ich, sogar schon am Herstellen, weil ich irgendwas... Ach, ist sogar schon fertig. Perfekt, weil ich nämlich irgendeine Farbe, glaube ich, machen wollte. Also stellen wir direkt schon mal wieder einen neuen her. Aber Goldlauch... Also ich denke mal, das müssen wir tatsächlich dann in Fairyhaven holen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal uns eine Runde aufs Ohr hauen. Ich muss innerlich noch ein bisschen runterkommen. Vor Freude jetzt aber, muss man dazu sagen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.